Moin Jungs, da bin ich wieder. Und zwar heute besteht das Video aus drei Teilen. Also im ersten Teil von dem Video zeige ich euch, wie ihr bei dem Supersportwagen Pegassi Infernus, den ihr jetzt gerade im Hintergrund seht, wie ihr da komplett den Spoiler wegbekommt. Aber weil dieser Glitch, sage ich mal, nicht so spektakulär ist, habe ich mir gedacht, ich hau euch noch so einen richtigen Matt-Perleffekt-Pinch-Up rein, der mir persönlich richtig gut gefällt. Sonst würde ich ihn nicht zeigen. Ich habe auch den Matt-Perleffekt auf einige Autos von mir drauf. Klar, es ist natürlich Geschmackssache, ich weiß nicht, ob es euch gefällt, aber ich finde ihn halt geil und deswegen möchte ich es euch gerne zeigen, was ich geil finde. Findet ihr vielleicht auch geil oder der eine oder andere von euch. Und im dritten und letzten Teil von dem Video zeige ich euch epische Rennmomente mit dem Incredible Gamer, Artfly, Zebo und mir. Also ihr müsst wirklich bis zum Schluss dranbleiben und euch das anschauen, weil dieses Mal lohnt sich's wirklich, ich verspreche es euch. Also, dann fangen wir gleich mal mit dem ersten Teil an. Ihr müsst mit dem Infernus in das Los Santos Customs reinfahren. Und dann geht's hier unter Spoiler. Und wenn ihr dann bei Spoiler angekommen seid, wie ihr seht, ich habe jetzt den hohen Spoiler, dann gibt's hier den GT Flügel Spoiler und dann gibt's noch den keinen Spoiler, aber dieser keiner Spoiler ist trotzdem ein Spoiler und deswegen kauft ihr jetzt den hohen Spoiler und wechselt eigentlich wie beim Panto oder beim Redloader die ganze Zeit hoch und runter, bis alles weg ist, so wie jetzt hier. Und dann klickt ihr auf X mit Bestätigen und dann habt ihr den Infernus aus dem Hause Pegassi ohne Spoiler. Das ist doch geil, oder? Also es ist jetzt nicht so der Mega-Glitch, deswegen zeige ich euch jetzt den hammergeilen Paint-Job. Und dazu müsst ihr unter Matt gehen. Wählt die Farbe Grün aus. Wenn ihr das habt, geht ihr wieder zurück auf Metallic. Und klickt da einfach mal ganz kurz nach oben, nach unten, also ganz normal. Ich erkläre es nur nochmal für die Leute, die es noch nicht wissen. Danach kauft ihr irgendwas an dem Auto oder ändert irgendwas. Ich mache halt das Nummernschild, weil es ja das günstigste ist. Und dann habt ihr auf einmal Perleffekt frei. Und dann geht ihr runter auf Renngelb. Mir persönlich gefällt das Renngelb am besten, deswegen habe ich es jetzt gekauft. Und es sieht richtig geil aus, also meine Meinung. Ihr könnt es mal in die Kommentare schreiben, ob es euch auch gefällt oder ob ihr auch einen coolen Paintjob habt, den kann ich ja auch mal vorstellen. Weil es gibt bestimmt der eine oder andere Bastler, der mit Lackierung ein bisschen rumhantiert, der auch richtig geile Paintjobs zusammen kreiert hat. Und dann könnt ihr es mir schreiben und wenn er mir gefällt oder so, kann ich auch darüber ein Video machen. Also, wenn ihr es halt natürlich wollt. Ja, das war es auf jeden Fall jetzt erstmal mit dem. Und jetzt zeige ich euch noch epische Rennszenen von gestern. Also Jungs, schaut's rein und ich melde mich danach gleich nochmal. Lutz an dem! Lutz an dem! Lutz an dem, du Wichser! Hey, hallo! So, wie ihr jetzt gerade eben schon gesehen habt, geht es jetzt um die epischen Rennmomente von gestern Abend. Der Incredible Gamer hat dazu ein Video gemacht und auf seinem Kanal hochgeladen. Der Link zu seinem Kanal und zu dem Video ist unten in der Videobeschreibung. Bitte schaut vorbei, abonniert ihn, er wird sich riesig freuen, er hat sich so viel Mühe gegeben und es hat so Spaß gemacht. Der Artfly war auch dabei, super Typ, auf jeden Fall auch an seinem Kanal vorbeischauen. Link ist auch unten in der Videobeschreibung, super sympathischer Kerl, wirklich sehr lustig, der Junge. Und dann hat noch Zibo mitgemacht. Aber ich möchte jetzt noch nicht zu viel verraten. Schaut es beim Incredible Gamer an. Und dann lasse ich jetzt einfach Musik ablaufen, um ein paar Höhepunkte zu zeigen. Also Jungs, ich bin raus. Ciao Jungs, bis morgen. Damn.